Bin wieder da. Sehr gut. Go-Kart. Oh Gott. Ich kann die Go-Kart fahren. Na. Go-Kart, das ist der Einzige, was ich nicht getunt habe. Eine gute Position, um einzuschlafen, genau. Einmal bitte drehen, genau. Alles klar. Warte. I believe. Warte mal, noch nie trinken, ich muss noch kurz was holen. Oh, Alter. Aua! Was hast du getan? Oh, lieber nie. Du hast die Frage gestellt. Er hat sich auf was draufgesetzt. Ja, Entschuldigung, ich hatte nichts dafür, dass es lang, dick und hart ist. Nee, sowas kleines nie. Ja, das geht nicht in Ordnung. Oh, ja. Solche Geräusche macht sie auch immer. So, leider. Haben wir hier schon mal die Strecke? Ja. Kannst du mal aufhören, mich zu besteigen, Baby? Jetzt auf die fährt einfach über mich drüber. Ich bleib mal an der Kante hängen und Baby fährt einfach rum drüber. Hey, was war denn das? Du musst doch irgendwann mal bremsen, Kev. Ich bin das gar nicht. Ich war das. Markus haut ab, weißt du, und ihr macht hier solche. Ich war das gar nicht. Ich werde ja nicht von Baby überrollt hier. Ich bin momentan letzter. Also, wie gesagt, das war vielleicht Enrico. War es schwarz oder was? Das Gart? War das nämlich, war es wohl Enrico? Und Baby, wie gesagt, die bremst. Baby bremst nämlich genauso wenig. Die haut einfach voll rein. Der Markus haut hier ab und ihr spielt hier Ringelwitz mit anfassen. Ich mach gar nichts. Nee, jetzt geht mein Fernseher aus. Ich sehe nichts. Oh, die Drecksau. Immer dieser blöde Standby-Modus, eh? Ja, das nervt gerade. Das war wirklich dort, wo du eingestellt ist. Naja, egal. Oh. Das ist übrigens etwas, was ich mir mal wünschen würde, wieder mal wirklich machen zu wollen. Kart fahren, das wäre mal eine schöne Sache. Du musst mal ohne Kontakt anmachen, Markus, in Zukunft. Ich habe gar nichts gemacht jetzt gerade. Ja, das kannst du aber nicht machen, weil die Leute einfach nicht dafür hast. Bzw. nicht in der Nähe hast. Nee, es geht wegen anderen Sachen nicht, das weißt du doch. Ja, jetzt gerade sowieso nicht, aber ich meine, allgemein kriegst du es nicht hin. Du kriegst einfach, die hast die Leute nicht in der Nähe. Wir beide wurden in der Nähe, Sven wurde nicht allzu weit weg. Aber das war's, das hört dann schon auf. Hey, von was quatschen wir jetzt? Ja, aber ich denke mal, er meinte, dass wir alle mal Kart fahren gehen, aber. Nee, einfach allgemein, ich würde gerne mal wieder Kart fahren gehen. Ach so, ja, wie gesagt, mit der Kurve wird es schwierig werden. Bei mir wäre es ja. Ich hätte auch Bock drauf, sagen wir es mal so. Dass das jetzt momentan wenn nicht geht, ist klar. In sowas kriegt ihr mich nicht rein. Nicht? Wir können ja was anderes machen, dann ist ja auch kein Problem. Ich habe damit einen extrem Unfall gebaut beim ersten Mal. Du musst ja auch bremsen und nicht so fahren wie hier. Hättest du mal die Erklärung von den Typen da anhören müssen, ey. Der ist so scheiße erklärt, ey. Da kannst du nicht einfach über welche Leute drüber fahren.
Wäre das jetzt die letzte Runde gewesen, hätte ich dich jetzt auch gehabt. Das Hupen, das kann aber Enrico sein. Willst du mich jetzt wegdrehen oder was? Ich will einfach nur dran vorbei. Sag das doch. Danke. Du machst das schon auf der nächsten Runde. Ja, der ist doch Runde vor mir. Ich überrunde euch gerade. So. Finish. Ja, eine halbe Runde hat der Vorsprung. Sagen wir es mal so. Ich stelle mir gerade vor, bei Baby mit dem Rock, ob das nicht ein bisschen sehr windig an der. Ja. Zieht das nicht unten rum? So, Schlafen. Ja? Jemand? Ich muss luften. Ein bisschen ich flattern. Das. Ich höre das dann so klatschen. Okay. So, ja. Ja. Nee, da kommt aber. So wie bei den Gardinen, bei den Fenstern. Wenn Fenster auf sind die Gardinen, wenn die so flattern. Wenn es so klatscht. Da denke ich an Tu des Manitou. Schneller. Ja, ja, wo der Achterbahn hängt. Ja, ja. Das sagt Kev mal zu dir, wenn ihr loslegt. Schneller. Ja, das Fett ist halt so eine Trantüte. Moritz, du hast mich hier überholt. Dritter noch geworden, immerhin. Was leid hier gewinnt? Aber ich muss mal sagen, in Zukunft, wenn wir Rennen machen, mach bitte hier ohne Kontakt. Dann kannst du doch keine Rennen mehr gewinnen. Wieso? Die erste Runde hat schon ohne Kontakt verloren. Nur mit 5 Punkten ist er abgezogen, der Blinz, ja. Aber Cap auf dem dritten, das klippt uns doch kein Schwein. Ja. Ich habe jetzt ein bisschen was aufgeholt, aber das ist. Was? RPG? Wo ist das RPG? Ja. Okay. Spritzig. Ich sehe nicht, bei mir ist alles feucht. Kannst du mal aufhören? Ich scroll einfach rüber und Markus hat einfach mal so eine Fontäne im Gesicht. Das ist, weil die beiden hinter mir stehen und sich nicht beherrschen können, das ist ekelhaft. Ja, das ist Sven, die kann squirten. Das ist ja der Sinn. Na, das kann ja wieder so schlimm werden. Die Leute wegschießen? Vielleicht? Ich weiß nicht. Schießt überhaupt. What the fuck, Alter? Was war das denn gerade, ey? Keine Reaktion. Hast du den überhaupt getroffen, Enrico, Alter? Verstehe ich gerade nicht. Mach mir irgendwie keinen einzigen Hit. Keine Ahnung, weiß ich auch noch nicht. Hit.
Immer mitten in die Fresse. So, Markus, macht man das. Richtig. Genau. Auf die Art und Sinn. Ja, du musst mit dem Raketenwerfer die anderen abschießen. Das ist daran so schwer zu verstehen. Ja, aber treffen musst du auch noch. Ja, du musst die wirklich schon direkt treffen. Das bringt nichts, da irgendwie da daneben zu treffen. Du musst die wirklich direkt mit dem Raketenwerfer treffen. Nee, kannst auch daneben. Bei Baby hat's daneben geschossen. Oh, die Explosion am Anfang, Alter, was war das? Na, das sind diese Kanister in diesen. Ja, das war ich aus dem Kanister. Das war aber zu gut, ey. Ich hab die Kanister gar nicht gesehen. Na dann. Meinst du die? Oh, direkter Treffer gerade von Baby. Das ist die Rache von gerade eben. Aua. Voll ins Gesicht. Na, da hast du jetzt gekommen sehen, wieder Cap. Das war aber eigentlich meine Aufgabe. Oh, ernsthaft schon wieder? An und für sich witzig, aber auch wieder zu wenig Leute. Wenn du hier eine volle Map hättest, Alter, das wäre Chaos. Wie ich da auch liege. Mensch, Enrico, jetzt gibt er endlich auf hier. Nein! Der war knapp. Ey, haben wir gerade die. Sag mal, Enrico, haben wir gerade Bede? Nein! Oh. Nein. An die Füße vorbei. Es kann sich nur noch um Stunden wandeln. Bleib aber dabei, die Map an sich ist eigentlich witzig, aber man braucht halt für sowas wirklich sehr, sehr viel mehr Leute. Ja.
Okay. Vor allem, das war gerade nicht mal eine Explosion, es war wirkte nur, als hätte Sven. Ja, bei mir war es eine Explosion. Bei dir ist er einfach nur umgefallen. Ja, als hätte er nur erschlagen worden von der Rakete. Erstmal so ins Gesicht geschmissen. Oh, das war jetzt. Nee, ich hab grad vergessen, die Rolle zu machen, sonst hättest du nie getroffen. Du bist doch immer völlig von der Rolle. Ich kann zu drüber holen. Wie bitte? Ich glaube, sie redet nicht mit uns. Ach so. Ich glaube, das hätte ich mit Enrico jetzt eine Stunde weitermachen können. Weil beide haben die Rolle benutzt und beide haben immer hin und her geschossen. Und einige Male echt knapp drin vorbeigezischt. Ja. Ja. So, und Team Blaurücke. Dann ist Baby aber. Ne, Baby ist richtig. Und Team Rotrücke. Schon wieder ernst? Hey. Aber wenn ich krieg dich jedes Mal um, Alter. Ja, ich bin heute einfach nicht gut drauf. Bist du nie? Ja, vielleicht auch das. Boah. Boah, Alter. Problem ist jetzt von Enrico, aber Baby nie. Hatte ich bei der ersten Runde auch, dass ich Baby nicht gesehen habe, jetzt bin ich tot. Du bist reingerollt. Aber die Hits sind ja auch so random manchmal. Oh, mein Gott! Oh. Alter, das klappt! Ich seh dich nicht mal! Ich stand hinter dir. Toll, jetzt bin ich weg. Oh Mann, ey. Überfett hochfährt. Der Baby ist scheiße. Ja, ich hab dich nicht mal gesehen und trotzdem. Ich hab einfach geguckt, wo die Raketen wegkommen. Nee, weil ich hab wirklich gar nichts gesehen. Weder wo du herstehst, noch sonst was. Ja, ich hab dich überhaupt nicht gesehen. Nur die Raketen habe ich so leicht gesehen, irgendwo aus dem Winkel. Eine Katastrophe hier. Naja. Aber dass der Markus so schnell stirbt und der Kev, das. Ich hab Markus und Enrico und ich haben zusammengearbeitet, um Markus zu kriegen. Ja. Ich sterbe eigentlich grundsätzlich immer bei der ersten Rakete von Enrico, warum auch immer. Aber ja, da müssen wir jetzt alle uns auf den konzentrieren. Ja, genau, komm, Arzt decken. Ich würde sagen, alle auf Enrico. Baby, hol sie dir, alle. Der rechnet schon mal mit, dass er stirbt. Na klar. Wie soll man drei Raketen gleichzeitig ausrutschen? Oh, gerade zum Start der Runde wieder zurück vom Klo, geil. Markus, wir haben gesagt, alle zuerst auf den Enrico. Dann muss ich auch meine Nase ausstrecken und wo es nicht nach Fisch riecht, da muss ich zuerst hinschießen. Oh, Alter. Das habe ich jetzt überhört, ja. Das war ja Aquarien, das habe ich gedacht. Ey, wie dann den Morgen zuerst? Verstehe ich nicht. Wieso, das hatte ich immer Cap zuerst. Oh! Gut, Enrico habe ich schon mal, jetzt brauchen wir nur noch Baby.
Das liegt, ich liegt genau in diesem Viereck, Alter. Aber lass bitte die Schnecke heile, ja? Also hier ist ihr überlassen, ob der heile bleiben will. Alter, das ist nur heute mein Geburtstag. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann schießen sie noch heute. Nein, normalerweise müsste ich auch locker. Wer ist wieder hin? Ich glaube, wir schaffen auch nur noch ein oder zwei Spiele danach, ja? Ja. Kann doch nicht sein. Gefühlt sieht doch aus, als hätte ich sie getroffen. Kann doch nicht sein, dass wir die nicht kriegen. Du willst sie, glaube ich, mit dem kompletten Körpertreffer treffen. Ja, das Problem ist nur, wenn du sie siehst, weiß nicht, auf was du schießen musst. Ich sehe sie ja, aber das Problem ist einfach, du weißt nicht, wohin. Na, wo ist sie denn? Sag mal irgendwas. 1, 2, 3, 4, das fünfte von Alter, links. Das große. Da ist das große, da kommen zwei kleine und auf dem großen, jetzt ist auf dem kleinen daneben. Jetzt wieder auf dem großen. Petzen reiten. Er ist nie tot, er darf petzen. Richtig. Jetzt geht's rüber auf das vorletzte. Hä? Okay. Ja, wir haben gewonnen. Ja, aber wie gesagt, wenn du Baby nie siehst, das ist. Ja, ich sehe dich auch nicht! Auf. Ich hab's ja gesehen, ich wusste nur, ich hab's ja nicht getroffen. Ich würde sagen, ja, ich hab's ja getroffen. Schießen kannst. Ich hab's ja schon getroffen. Ich verstehe zwar jetzt auch wieder nicht, warum das für die als Sieg gewertet wurde, aber das muss man auch nicht so wirklich verstehen. Mhm. Wahrscheinlich, weil wir in der Unterzahl waren und trotzdem gewonnen haben. Also überlebt haben irgendwie. Naja. Hä? Ja. Sven müsste mal noch drücken. Ja, ich muss gleich drücken. Was haben wir als nächstes?